In diesem Video zeige ich, wie die Eingänge und Ausgänge der SPS als Produkte im Automation Designer erstellt und in die Projektumgebung eingebunden werden. Zunächst gehen wir auf New Item und selektieren unter Automation Designer Product. Danach wird die ID und der Name vergeben. Bei der Namensgebung den Namen aus dem Tierportal vergeben. Wir ergänzen den Namen mit Tutorial, damit das erstellte Produkt später in der Reuse Library erkennbar ist, da wir für unser Projekt die Ein- und Ausgänge bereits als Produkt in der Reuse Library hinterlegt haben. Nun weisen wir dem Produkt einen Typen aus der Reuse Library zu. Im neuen Fenster ändern wir dann die Eigenschaften. Hierbei beachten, dass für den Slot die Slotnummer aus dem Tierportal hinterlegt sein muss, auf dem sich das PLC-Modul befindet. Dann wählen wir Type of HW Objekt PLC-Module aus und bestätigen mit OK. Jetzt legen wir die Datenlänge fest und werden den Channels die Adressen zuweisen. Unter Home mit Manage I/O Memory öffnet sich die Memory Areas. Mit New Memory Area auf der rechten Seite stellen wir die Eigenschaften wie Ein- und Ausgabetyp, Datalänge und Startadresse des PLC-Moduls ein. Nun sehen wir, dass in der Memory Areas die Endadresse automatisch berechnet wurde. Zu all diesen Adressen werden jetzt die Channels angelegt. Dafür unter der Reuse Library und Device Function Electrical Input-Output auswählen und mit Rechtsklick zur Produktumgebung hinzufügen. Hierbei noch einen sinnvollen Namen für die Description vergeben und mit OK bestätigen. Nun sehen wir, dass ein Channel links eingefügt worden ist. Mit Apply kann die Menge der Channels schneller eingefügt werden. Wenn alle Channels erfolgreich angelegt sind, dann im unteren Teil der I/O Memory, also unter Memory Records, rechts New Memory Record klicken und die Länge und die Adresse dem selektierten Channel zuweisen. Ein Channel mit fester Adresse ist unten unter Memory Records zu sehen. Diesen Vorgang für alle Channels wiederholen. Wenn alle Adressen den Channels zugewiesen worden sind, dann mit Save Product das erstellte Produkt speichern und nach Aktualisierung der Reuse Library sehen wir, dass der erstellte Produkt unter der jeweiligen Klassifizierung hinterlegt ist.